Also ich habe in Berlin viele Lieblingsorte. Als Ausländer in Berlin versucht man irgendwie den Draht mit der Stadt aufzubauen. Ich bin ganz gerne an Orten, wo nicht direkt 12.000 Touristen einfallen. Aber ich fühle mich trotzdem als Tourist hier. Das ist wahrscheinlich ein tolles Gefühl. Ich finde das Prinzenbad toll. Ich finde Teile im Tiergarten ganz toll. Ich finde Bars teilweise ganz toll. Ich finde zum Beispiel das Café Südblock am Kottbusser Tor großartig. Ich finde den Fischladen in dem Rondell beim Kottbusser Tor großartig. Es ist irgendwie schwierig, das echte Berlin zu finden, wenn es überhaupt eins gibt. Also seit ich in Berlin wohne, bin ich eigentlich nie an den typischen bekannten Hotspots wie Potsdamer Platz oder Kanzleramt. Ich liebe diese Aura der Touristen. Die meckern nie, die haben immer gute Laune, die sind freundlich und die wollen eine gute Zeit haben. Ich begebe mich im Grunde wie bei Fight Club der Typ in diese Therapiezentren, ja, wo die Leute rumnörgeln und es denen scheiße geht und saugt sich halt voll und stellt fest, wie gut es ihm geht. Und ich versuche das im Grunde vielleicht umgekehrt. Ich gehe dahin und absorbiere deren Energie. Ich finde das großartig. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Oper fing über einen Wettbewerb an. Wir sind dazu eingeladen worden. Und es ging darum, das Erscheinungsbild zu überarbeiten. Das ist nämlich gerade rausgekommen. Das heißt, das beste Spiel aller Zeiten und ist ein Minutenprotokoll aus 100 Jahren Fußballgeschichte. Zum Beispiel die Quicksilver, die hat bei weitem nicht so viele Schnitte. Da kann man ornamental arbeiten, da kann man auch sinnlich arbeiten. Ich zeig's nur kurz. Da kann man auch sinnlich arbeiten und alles, denn die Schrift wird vertragen oder die Darstellung. Also es gab so ein paar Parameter, die wir respektieren mussten, wie Farben oder einfach Stil der Schriften und alles. Aber wir hatten da die Freiheit, auch was Eigenes zu entwickeln und daraus auch ein richtiges Objekt zu entwickeln, das auch für Smart so als indirektes Werbemittel auch funktioniert. Le Cool, das ist ein Verlag, der eigentlich Reiseführer macht und konzipiert. Und die sind selbst angefragt worden von der PR-Agentur von Smart, um ein Buch zu konzipieren zum Thema Mobilität in der Stadt. Und da sind wir heute noch dran. Also wir arbeiten heute noch für sie und das ist auch toll. Das finde ich großartig. Es ist nun die zweite Runde sozusagen, das zweite Jahr und das zweite Jahr, dass Plakate hängen. Relativ schnell. Also 2 Tage, dann war es fertig. Und das wird jetzt irgendwie meine Zukunft werden. Ich glaube, ich werde jetzt Sportmoderator oder sowas. Stanhema wurde vor 6 Jahren gegründet. Wir sind 4, also wir haben es zu 4 gegründet. Das ist die Stefanie, ist der Matthias und die Heike. Ich sag's gerade andersrum. Stanhema ist ja auch die Abkürzung von unserem Vornamen, deshalb sage ich das so. Also gegründet haben wir uns tatsächlich am 11. September 2001. In Köln saßen wir bei einem Notar und haben die Verträge unterschrieben zu dritt. Das war Simon Gallus, die Gesine Grotrian-Steinweg und ich. Abgeschottet von der Außenwelt ist so, wenn man notariell was beglaubigt und Verträge unterschreibt. Ich kam direkt von Zürich. Dort hatte ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich festgestellt, dass Berlin damals sehr, sehr billig war. Extrem viel Angebot hatte in der Kultur, dass ich hier sozusagen mich ein tolles Leben leisten konnte mit wenig kommerziellen Aufträgen, was natürlich für einen Schweizer sehr ungewöhnlich ist. Und gleichzeitig passierte in New York dieses schreckliche Ereignis mit den World Trade Center, den Flugzeugen, was wir gar nicht mitbekommen haben. Wir waren völlig abgeschottet in dieser Kanzlei und kamen halt raus und die Welt hatte sich verändert. Und zwar wirklich tatsächlich gleichzeitig mit unserer Firmengründung. Zusätzlich war auch natürlich 2000, 2001 auch eine super spannende Zeit in Berlin. Die Elektronikmusikszene war noch gut. Viele illegale Clubs, viele illegale Bars. Ich habe damals im Bachelor studiert und habe auf Jürgen Sieberts Fontblog eine Stellenanzeige gesehen für ein Praktikum bei Fontfont. Und zu der Zeit habe ich mich auch sehr viel mit Technik befasst, mit Schrifttechnik.
ich weiß nicht, richtig nerdy, aber was soll man machen irgendwie in der Provinz, ja, man hat nichts anderes, als sich über Hinting, Kerning, TrueType, PostScript irgendwie zu belesen. Wir kommen alle aus einer großen Agentur, wollten das mal selber auch versuchen, anders umzusetzen, Projekte anders anzugeben. So. Deshalb haben wir es gegründet, das war der Grund, warum wir gesagt haben, so, und jetzt probieren wir es einfach selber. Und die Welt hatte sich komplett verändert, aber auch unsere Welt hatte sich verändert, weil wir plötzlich zu dritt eine Firma hatten. Und dann gingen wir mit diesem Zettel, wir haben jetzt eine GmbH, gingen wir nach Berlin und haben diesen schönen Ort hier gefunden. Ich habe mich beworben auf die Ausschreibung, bin dann, glaube ich, 2 Tage später auch direkt in Berlin gewesen, zum allerersten Mal in Berlin. Ich war noch nie hier. Und ich habe mir extra Klamotten gekauft, neue, als ich mich hier vorgestellt habe. Ich war super nervös, ich habe irgendwie Rucksack voller Sachen mitgehabt, um die Andreas zu zeigen. Und war, ja, einfach aus dem Häuschen. Das wie, die wollen, dass ich vorspreche, das war für mich Wahnsinn. Wir beide kommen aus einer kleinen Region in der Schweiz, also wirklich aus den Bergen da. Und für mich hatte der Berlin dieses Großstadtcharakter auch und diesen Ruf schon dabei, also damals. Und das wollte ich eigentlich auch mal erleben, ohne wirklich zu wissen, dass ich länger bleiben würde. Und es war eigentlich vielleicht eine Zufallfrage. Wir kannten uns nicht aus der Schweiz. Und die Dynamik war positiv und ich bin dann geblieben. Mein erster Designjob hatte ich auf der Messe, auf der Drupa. Da war ich ein Buchstabe für Linotype. Ich war ein T. Ich musste ein T spielen, 3 Tage lang in so einem Holzklotz. Völlig absurd, mein erster Kontakt mit Typografie. Aber das ging eigentlich nahtlos über. Ich habe dann das Studio gegründet. Nee, das war schon ein paar Jahre nach dem Studium, aber zwischenzeitlich habe ich frei gearbeitet, alleine, manchmal mit Freunden zusammen. Wir haben bei Freunden angefangen, bei Listros, das ist ein Bekannter von uns, in einem hinteren Raum, eine Galerie, und es war ganz spannend, weil dort kein Internet war, also irgendwie ein Kommunikations- oder eine Agentur für Markenentwicklung zu starten, ohne Internet zu haben, ist irgendwie so ein bisschen dramatisch. Was ich jetzt niemandem empfehlen würde, ich habe weder Praktikas noch Berufseinstiegs irgendwas noch bei irgendwelchen Agenturen gearbeitet, ich habe mich eigentlich direkt selbstständig gemacht. Ich fand es war eine spannende Zeit. Es war irgendwie mit einem Schwarz-Weiß-Drucker in der Mitte und das war's. So. Ganz am Anfang, und dann, als du kamst, auch wir hatten ein paar Jahre, wo es richtig hart war, wo wir sehr spät gearbeitet und auch alle Wochenende inklusiv und fast keinen Urlaub genommen hatten und auch damit nicht wirklich viel Geld verdient haben. Das war bitter, aber das hat natürlich auch die Konsequenz gehabt, dass wir jetzt in eine angenehmere Situation sind. Leute, die wirklich Überstunden pauken und pauken und pauken und am Wochenende arbeiten, Nachtschichten machen, das hat einen bestimmten Grund. Also das ist oftmals für mich zumindest schlechte Planung. Also warum holt man sich dann irgendwie 5 Pitches ins Haus? Wir haben 5 Projekte präsentiert, die wir gepitcht haben und die wir nicht gewonnen haben. Ja, innerhalb eines Jahres. Innerhalb eines Jahres? Also finanziell schwierig. Pitches sind eine Pest. Ja, braucht kein Mensch. Ist Vergeudung von kreativer Energie. Also steht heute noch in unserem Manifest, wir pitchen nie. Das machen wir nie. Wir machen keine Wettbewerbe. Wir machen nur klare Anfragen oder das, was wir wollen. Das Erste, was wir gemacht haben, war dann ein Wettbewerb. Wenn Pitches ordentlich bezahlt werden, dann ist ja das zumindest gewährleistet, dass man nicht gratis oder arbeitet oder für den Mülleimer arbeitet. Mittlerweile werden viele Pitches ohne Honorar ausgeschrieben. Ist absolut, kann man nicht machen. Ne? Ausschreibung ist falsch, dran teilnehmen ist auch falsch. Bitte macht das nicht. Ja, ihr macht den Markt kaputt, ihr macht unseren Beruf kaputt. Es gibt einige Pitches, die man nicht absagen kann, weil die von der Relevanz oder wie soll ich sagen,
weil die auch super spannend wären oder weil der Kunde in sich auch super interessant wäre. Ich meine, man kennt es aus anderen Berufsfeldern. Architekten machen das genauso und ich finde, solange die bezahlt sind, ist alles okay. Aber wie gesagt, no pitches here. Also, zuerst mal, jeder hat einen Schlüssel, so. Und also ich denke, die meisten fangen spätestens um zwischen 9:30 und 10 an morgens. Und der Arbeitstag dauert meist bis 18, meist 19 Uhr. Ich denke, wir sind da sehr, sehr geregelt und wir versuchen das nicht zu übertreiben. Also wenn es darum geht, Arbeitszeiten einzuhalten, dann versuchen wir wirklich, das in einem, sag ich mal, sehr guten Rahmen zu lassen. Ja, wir haben eine Mittagspause, wir kochen manchmal zusammen, wir gehen manchmal raus zusammen, essen was. Die Designertruppe geht eigentlich meistens zusammen raus oder holt sich was. Wir fangen um 10 Uhr an und hören in der Regel um 7 Uhr auf. Es sind 8 Stunden plus eine Stunde Pause, die jeder frei wählen kann zwischendurch. Wir machen ganz, ganz selten Überstunden, nur wirklich in Notfällen. So um 5 Uhr rum juckt es irgendwie uns langsam in den Fingern. Wir haben eine Tischtennisplatte im Büro, die könnt ihr euch gleich nochmal angucken. Und wir spielen eigentlich jeden Tag. Ja, und das wird dann immer mehr zum Abend hin. Manchmal dauert es dann auch, sitzt man dann auch um 10 Uhr noch da bei Tischtennis und Bier. Aber jetzt eben, wir fangen um zwischen 9 und 9.30 Uhr an und machen eine stündige Mittagspause und hören gegen 7 auf. Das heißt, wir haben so 9 Stunden, 8 bis 9 Arbeitsstunden am Tag. Die sind auch intensiv und wir arbeiten Wochenende nicht mehr und wir arbeiten auch abends nicht mehr. Wir haben ein Zeitfenster von 8 bis 10, da trudeln wir irgendwie alle ein. Manche früher, manche später. Und ich komme eher etwas später, weil ich abends irgendwie noch irgendwas machen muss oder machen will. Es ist kein Problem, wenn du wirklich irgendwie ein bisschen verschlafen hast und kommst halt nur mal eine halbe Stunde später oder 10:30. Also zumindest ich habe die Problematik hier nicht gesehen, dass man abgemahnt wird oder dass man Ärger kriegt. Also das ist, wir sind alle erwachsen. Das ist von 68ern gegründet worden und wir haben einen Raucherraum, wir haben einen Massageraum, also welche Firma hat das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Bind. Ja. Wir sind zu 6. Also insgesamt sind wir um die 10 Leute. Das ist aber auch Maximum. Besteht aus, festangestellt sind eigentlich nur 3. Der Björn Wolf ist unser Geschäftsführer. Ich bin Inhaber und dann Raul Kokot ist auch fest angestellt und dann haben wir jede Menge freie Mitarbeiter, auch 3 aktuell und 2 Praktikanten. Und dann haben wir noch für bestimmte Projekte Leute, also wir machen ja auch Magazine und ein oder andere kommt nur fürs Magazin, dann für eine Woche dann dabei und dann auch schon wieder weg. Wir sind bei Stanhema im Moment 15 Leute. Und 15 Leute festangestellt. Also es schwankt immer zwischen 15, 20, so. Arbeiten natürlich auch mit freien Mitarbeitern zusammen. Es gibt einfach Leute, die können bestimmte Dinge einfach besser oder was wir hier intern gar nicht haben. Dann holen wir uns diese Kompetenzen einfach auch mit dazu. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Netzwerk. Aber es ist auch schön zu wissen, da gibt es irgendwie so einen Kern, so einen festen Angestelltenkern. Wir sind relativ klein, wir sind 19 Mitarbeiter von Font. Das hört sich für viele so an, aber die meisten sind natürlich irgendwie Administration und Technik und alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier wirklich alle Freiheiten habe. Vielleicht täuscht mich das, aber irgendwie, ich bin frei. Free as a bird. Eine Lieblingsschrift habe. Ich habe eine Lieblingsschrift, yes. Ein Font wäre die FF Balance oder also wirklich meine Lieblingsschrift ist die Antique Olive von Roger Excoffons. Ich verbeuge mich vor seinem
Son d'œuvre, es ist unglaublich. Also, guter Mann gewesen. Die Lieblingsschrift? Ja, die Handschrift meiner Tochter. Ich finde manchmal den Umgang mit den Schriften, also gerade Typografie, ja, ich finde das sehr wichtig. Den Umgang finde ich sehr wichtig damit. Ich mag diese ganzen Dinge, die dann auseinanderfallen, dann setzt man alles Versailles. Herrgott, wer kann es denn noch lesen? Also man muss da auch mal aufhören, irgendwie da immer nur schön zu sein, sondern einfach die Dinge auch so umzusetzen, dass man sie lesen kann. Ja, aus Prinzip die Helvetica versuchen wir nie zu verwenden. Es gibt keine Schriften, die ich ablehne oder die ich hasse oder die ich nicht empfehlen würde. Wie genau, gleiche Thema bei Ästhetik. Es gibt keine negative Ästhetik. Es gibt auch keine schöne Ästhetik, ne? Sondern Ästhetik ist halt das, was halt gerade passt. Man muss sich dessen auch im Klaren sein, was man da wirklich tut. Und es geht nicht nur darum, die Dinge eben schön zu machen. Sobald man Zeichen setzt, egal ob es eine Farbe auf ein Blatt Papier ist, ist schon poetisch. Ich finde halt schon, dass man als Kommunikationsdesigner eine Position einnehmen sollte. Wenn ein Musiker ein schlechtes Lied schreibt, trägt er Verantwortung darüber, dass das die Leute nervt. Weiß ich nicht. Niemals für die Rüstungsindustrie. Niemals. Es gibt einige Arschlöcher, werden wir nicht nennen. Pfui, keine Rüstungsfirmen. Tabak muss ich auch nicht machen, auch wenn ich ab und zu meine rauche, aber ich möchte deren Scheiß nicht an andere verkaufen. Ich glaube, wir haben schon einen gesellschaftlichen Auftrag, bin mir ziemlich sicher. Ich wollte Schriftsteller werden, als ich 10 war. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch die Zeit war, als ich katholischer Pfarrer werden wollte. Ich wollte Comiczeichner werden. Das war kurz nach dem Astronaut. Astronaut? Und Fußballer natürlich. Mit 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Grafikdesigner. Es gibt ein Erlebnis, das ich mit meinen Brüdern hatte. Meine älteren Brüder, die alle fantastisch Fußball spielten, schon. Und ich war ja noch klein und habe gerade so angefangen, Fußball zu spielen, wurde langsam gut. Und da haben die mir gesagt, du kannst sowieso kein Fußballer werden, weil für Fußballer braucht man Abitur. Und das kriegst du sowieso nicht. Ich war einfach ziemlich jung, als ich angefangen habe. Und ich wusste nicht genau, was es überhaupt ist, ganz ehrlich. Aber damals, ich war eigentlich ein Eishockey-Fan. Und ich war vielleicht 16 oder so. Und ich fand die Logos der amerikanischen Mannschaften immer sehr schön. Und ich habe mich erkundigt und habe irgendwie herausgefunden, dass Leute, die das überhaupt gestalten, das sind diese Grafikdesigner. Und ja, so bin ich dazu gekommen eigentlich. Ich glaube vor allem, weil ich aus einem anderen Land komme und eine andere Schrift gelernt habe. Und für mich die lateinische Schrift seitdem immer ein Mysterium geblieben ist und ein spannendes Ding. Ich habe das nicht so mit der Muttermilch zu mir genommen. Und ich glaube deshalb, diese Erforschung der ganzen Sache, nicht umsonst irgendwie dann Type-Design und alles, hat mich eher dazu bewogen, das zu studieren. Ich habe zuerst eine Kunstglaserlehre gemacht, ein klassisches Handwerk gelernt, habe dann dort allerdings schon Grafiker kennengelernt, also die in der Kunstglaserei auch gearbeitet haben, auch da eben zweidimensional gearbeitet haben, das war sehr spannend. Und hatte aber dieses Thema mit der Grafik immer so im Hinterkopf, also die haben mich da auch so ein bisschen rangeführt und ich habe mir Einblick bekommen, was das eigentlich heißt und was das bedeutet, Grafik, was das ist, auch diese Unterschiede, eindimensional, zwei, drei, das einfach auch mal so überhaupt zu begreifen. Ich kann mich daran erinnern, damals wollten auch schon viele Grafiker werden, aber ich glaube, keiner wusste so ganz genau, was es eigentlich wirklich ist. Also ich habe relativ viele unterschiedliche Sachen studiert. Ich habe Fotografie angefangen zu studieren. Also ich wollte gerne Fotograf werden. Dann habe ich Kunst studiert, wollte ich mal Künstler werden. Dann habe ich Philosophie studiert, Germanistik. Ah, da war noch irgendwas. Und auch Grafikdesign habe ich auch studiert. Und es war letztlich so, dass bei Grafikdesign einfach mein Herz geschlagen hat und das war es dann für mich. Also das war das, wofür ich brennen konnte und was mich fasziniert hat, was ich total gerne gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie da kann ich mich ausdrücken und werde auch verstanden. Und das war es dann, das war dann relativ klar.
Aber das hat eine Weile gedauert. Ich habe lange studiert, bevor ich wusste, dass ich Grafikdesigner werden möchte. Ich bin ziemlich pessimistisch, was die Zukunft angeht des Berufs. Und ja, ich weiß nicht. Wir müssten darüber nochmal in 10 Jahren reden, aber nee, ich hätte vielleicht, also jetzt würde ich das nicht mehr machen. Nein, ich würde kein Grafiker mehr werden. Ich denke, was ich werden würde, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, ich würde viel mehr in ein bisschen näher an den Mensch irgendwas machen, was mehr mit den Menschen zu tun hat. Im Herzen würde ich das immer noch machen, weil ich finde, das ist eine großartige Möglichkeit, dass man hat, so an Werkzeuge, an Mitteln, dass man beherrscht oder beherrschen soll, um eben Sachen formulieren zu können und auch teilzunehmen an der Entwicklung unserer Gesellschaft teilweise. Aber das stimmt, ich würde es nicht aus rationalen Gründen würde ich das nicht mehr studieren. Ich würde unbedingt nochmal Grafikdesigner werden wollen. Es ist ein unglaublich spannendes Feld. Man lernt nie aus. Es ist unglaublich weit und tief. Und jedes Werk trägt oder kann die Handschrift deines Lebens tragen. Alles, was du im Leben gesehen hast, angefasst hast, gehört hast, kannst du im Grunde kanalisieren und auf dein Werk projizieren. Ich glaube schon. Ich habe mit Grafikdesign für mich das Passende losgezogen.